Bei diesen tiefen Temperaturen hat Travel News diese Woche die Strassenumfrage kurzerhand in ein Shoppingcenter verlegt. Heute wollen wir von den Leuten wissen, welches ihr absolutes Traumreiseziel ist. Mein Traumziel wäre nur, wenn ich im Lotto gewinne, würde ich auswandern nach Mallorca. Mir gefällt es einfach dort, ich bin schon 2-3 Mal gesehen und ich finde es dort vom Klima her, die Leute, die Mentalität, ich finde das einfach genial dort. Und kurzer Flug, auch wenn man da wieder in der Schweiz verwandte Familie hat, man ist schnell hin und retour, also für mich würde das passen. Also mein absolutes Traumreiseziel ist, auf die Malediven mal zu gehen. Es ist einfach eine schöne Insel dort. Man weiss nie, wie es in 20 Jahren mal aussieht. Und darum wollte ich das mal einfach schnell erleben. Die nächste Befragte träumt von einer Kreuzfahrt. Und zwar auf Hawaii, die Selbststrecke. Und all da die schönen Inseln anschauen. Aruba und ich weiss nicht, was dort alles hat. Aber auch Japan oder Schweden stehen auf der Wunschliste. Ich würde fix auf Japan gehen, weil ich liebe allgemein Animes, ich liebe Games und ich wollte mir das mal geben, dort auch im Stadtteil, wo alle angekleidet sind, wie Ernste Games, darum wollte ich es unbedingt mal sehen. Von Moskau auf Vladivostok. Ich will, dass es faszinierend ist. Schweden. Definitiv Schweden. Weil Natur ist wunderschön und es ist sauber. Und ganz anders. Ich würde sagen, bei der Küste. Westküste Schweden. Das Traumreiseziel wäre vom Januar bis im April die Reise, die es anbietet mit dem Schiff, auch Richtung Patagonien und Chile, Argentinien. Und dann eben im Frühling wieder zurückkommen. Das wäre meine Traumreise. Und dazu fehlt es nötig, ein bisschen Geld.